Herzlich willkommen auf der Know-how-Plattform. Wenn Sie auf dieser Plattform die Kurse nutzen wollen, zum Beispiel das Erdkunde-Quiz, dann müssen Sie angemeldet sein. Das geschieht entweder hier über den Eintrag Login oder rechts oben. Wenn Sie dann schon einen Benutzernamen haben, dann tragen Sie den ein, wie hier der Max, und geben da das Kennwort ein. Oder wenn Sie das noch nicht haben, dann können Sie auch einen neuen Zugang anlegen. Dafür gibt es ein eigenes Video. Ich gebe hier das Kennwort ein und klicke dann auf Login. Und dann kann ich zum Erdkunde-Quiz gehen und die Fragetypen testen. Der eine Grund für das Erdkunde-Quiz könnte natürlich sein, dass man nur seine Erdkundekenntnisse über Europa mal überprüfen will, weiß ich die Hauptstädte oder weiß ich etwas über die Länder, über die Autokennzeichen, sowas kommt hier in dem Quiz vor. Das andere kann natürlich sein, dass Sie Lehrer sind und möchten sich die verschiedenen Fragetypen anschauen. Berechnete Fragen, Track-and-Drop-Fragen, Zuordnung, Lückentext, Wahr-Falsch-Antworten und so weiter. Und das ist eigentlich das primäre Ziel von diesem Erdkunde-Test. Sie können sich hinterher auch das komplette Teil herunterladen. Das heißt, Sie können dann also sehen, was ich gemacht habe, welche Bilder ich verwendet habe, wie die Koordinaten für die richtigen Antworten eingegeben wurden. Klicke darauf, um den Test zu starten. Und dort steht als beim ersten Versuch Test jetzt durchführen. Und dort habe ich gleich die erste Frage von 13. Hier stehen also die 13 Fragen, die Sie lösen können. Die erste ist gleich etwas umfangreich. Sie haben hier die Europakarte. Und da steht die Anweisung, schieben Sie die Kennzeichen an die richtige Position. Ich mache das jetzt mal irgendwie. Das muss also nicht richtig sein. F wie Finnland. Und so weiter. Also das muss jetzt wirklich nur eine Position sein, die ich also hier zuordne. Sie sollten es natürlich dann beim Durchführen richtig machen. So, dann habe ich alle zugeordnet und klicke dann auf Prüfen. Und hier wird sofort gesagt, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Man sieht 0 von 10 Punkte erreicht und das ist hier auch rot. Wenn die Antwort richtig gewesen wäre oder komplett richtig gewesen wäre, dann wäre das grün gewesen. Und wenn ein Teil richtig ist, dann ist es gelb. Und man sieht hier die Punktezahl. Ich zeige jetzt noch so ein oder zwei Fragen. Das, was jetzt kommt, ist auch wieder die Europakarte mit Track-and-Drop-Fragen. Allerdings hat man hier keine Stellen, wo man das genau hinschieben muss, sondern hier muss man die Position von Orten wissen. Angenommen, Tallinn liegt hier und Bern liegt da, dann zieht man das dahin. Entscheidend ist, dass man dieses kleine Symbol links oben, Sie sehen, also wenn Paris hier auf dieser Insel läge, dann muss das kleine Symbol hier genau an der Stelle sein, wo man dann Paris vermutet. Und wenn man dann alle zugeordnet hat, dann klickt man eben auf Prüfen und dann sieht man also die entsprechenden Orte, die hier noch nicht richtig eingezeichnet waren. Die sind hier gelb dargestellt. Das will ich also jetzt nicht weiter vertiefen. So fährt man dann vor. Da gibt es dann nochmal einen anderen Fragetyp. Hier muss man also Länder zuordnen, zum Beispiel Zagreb, wenn das bei Serbien vermutet wird, klickt man darauf und zum Schluss dann auf Prüfen. Man sollte hier natürlich alle Fragen beantworten, gibt es 45 Punkte maximal. Ich klicke jetzt mal auf Versuch beenden und dann anschließend auf Abgabe und dann nochmal. Und dann sieht man am Ende das Ergebnis, 0 von 45 Punkten erreicht und wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich denke, das können Sie sich also selbst mit diesen paar Hinweisen ergründen, wie das funktioniert. Und wie gesagt, diejenigen,
die von Ihnen Ausbilder oder Lehrer sind. Die können sich überlegen, welche Fragetypen geeignet sind. Sie haben im Anschluss die Möglichkeit, hier im Menü über persönliche Moodle-Plattform diese Fragen herunterzuladen. Wenn Sie hier dieses komplett installieren, dann haben Sie nicht nur ein komplettes lokales Moodle, was Sie da unter Windows 7 oder 8 betreiben können. Bei mir lief es auch noch unter Vista. Und dann können Sie also auch diesen Kurs hier analysieren oder Sie können also die Fragen herausziehen und ein bisschen modifizieren und dann für Ihre eigenen Kurse einsetzen. Diese Europakarte hat also keinen hohen schöpferischen Wert, die können Sie also auch getrost für eigene Kurse gebrauchen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.